Leute, da sind wir beim nächsten Video und ich habe Dommer dabei. Good dog. Und wir gucken uns heute an Cephalid Breakfast gegen Buck Chains. Combo! Genau, Combo gegen Combo. Auf der einen Seite einen All-in Gravejet Combo, bei dem anderen eine All-in Discard Combo. Spaß. Beide mit Force, beide blau, beide mit so Deny-Effekten wie. Wie heißt der Silence von Weiß? Der Orange Charm. Genau. Oder einen Vein of Summer. Dementsprechend. Mm, spannendes Matchup. Beides auch nicht die schnellsten Kombos. Also, nö. Sie können schnell sein. Ich wollte gerade sagen, Breakfast kann, glaube ich, bestes ist Turn 2. Ja, Buck Chains auch. Stimmt, ja. Mit Dark Ritz. Ja, der spielt auch, glaube ich, keinen Dark Ritz aktuell, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, wie die aktuelle Liste aussieht. Also, wenn der keine hat, dann hat er maximal Turn 3. Frühestens ja. Turn 3. Das stimmt. Ja, spannend. Ist, glaube ich, Cephalid Breakfast aktuell, es war mal zwischenzeitlich so richtig Tier 1 Meter. Das war so komisch, als Breakfast auf einmal wieder da war. Yo. Das war wirklich. Das hatte so Undertaker-Vibes. Ja, bin wieder da. Genau das. Und ich habe das Gefühl, Buck Chains ist so ein Ding, was irgendwie nur bei uns in Siegen rumläuft. Irgendwie schon, ja. Ja. Also man sieht im Norden, Grüße gehen raus, immer noch eine einsame Seele, die im Norden das Deck ja bei uns auch groß gemacht hat und ja, Anhänger gefunden hat, würde ich sagen. Jupp. Ist halt auch eine schöne Kombo, also. Ja. Breakfast hier mit Bowmaster. Bowie Masterino. Oh, da würde ich das Brainstorm nehmen, oder? Ja, dann saves das Brainstorm. Brainstorm weg. Und dann gib ihm. Dann hat er nur noch Müll. Nur noch Müll? What? Oh, den Bowmaster spannend. Kann der den Dings abschießen? Nee, der ist ja 2-2. Was man machen könnte, man könnte reanimaten. Das heißt, wenn der Gegner jetzt den Cephalid bekommt, könnte man. Ja, stimmt, dann könnte man reanimate spielen, wenn man es drin hat. Genau. Oh. Spannend. Ja, jetzt wird erstmal gebrainstormt, ne? Ja. Natürlich gebrainstormt, dann Lennox. Oh, da hätte ich wahrscheinlich das Brainstorm genommen. Ja, Brainstorm macht jetzt die ganze Hand wieder valide. Da ist ein Ponder, noch ein Bowmaster und eine Weil. Die gute Turn 12 Weil. Ja, die funktioniert immer noch ganz gut. Okay, da geht. Man könnte einen von den Zifferläden noch oben drauf legen, aber da geht tatsächlich das Ponder oben drauf. Dann will man nicht fetchen. Doch. Ja, das Fetchland kann man auch irgendwie, weiß nicht, ein Jahr später erst reinlegen. Ja, aber kannst du aber jetzt die Weil legen. Ja, ja, aber man hätte dann auch einfach mit einem Duel oder so volloppen können. Wenn man nicht das Fetchland. Achso, ja, wenn man vorm Brainstorm kein Land gelegt hätte. Denn. Manchmal gibt es die Situation, wo man nicht Brainstorm danach fetchen möchte. Das ist ja auch die Situation, man sagt ja immer, Turn 1 macht man halt kein Brainstorm, weil Turn 1 Brainstorm halt nicht so gut ist. Wenn deine Hand gut ist, ja, dann ist das egal. Dann rearrange du einfach nur die nächsten zwei Draws, die du hast, und hast einfach gute Draws. Das sind noch beide Cephaliden. Ja gut, man hat wahrscheinlich gegen Buck sehr removal-lastiges Deck. Oh, Sauron's Frenzy wird gepatcht. Stark. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, nee, dass der geforst wird. Nee, ich auch nicht. Ja, wobei, wenn der jetzt ein Nomad zieht, wäre der nächste Runde Combo, ne? Ja, aber dann hat man immer noch das Force für den Reanimate-Spell. Stimmt, ja. Da ist ein Buseiju, glaube ich. Das kann man jetzt nicht ganz so gut erkennen. Nee, Sposejo, das ist noch ein. Das ist ein Uro. Ich glaube, das ist noch ein Saurons Ramsay. Und ein Witherbloom. Ah, auf jeden Fall ganz oben ist ein Witherbloom Apprentice. Teil 1 der Combo steht damit. Mhm. Und da ist eine Chain. Was man hat die Combo. Yes. So. Da ist Fetchland Go. Das ist so ein bisschen wie. Weil jetzt ist halt trotzdem, auch wenn der Nomans zieht, halt einfach Win. Go, sagt er. Genau, hier wurde nicht gefetcht. Da ist ein Force gefunden worden. Jo, Force natürlich gut. Ui.
Vor allem, weil man bei der Combo halt auch extrem mies reingehen kann. Weil, wer es nicht weiß, User Bloom Command, der Chain of Smog targets sich selber, dann wirft man zwei Handkarten ab und dann kopiert man den Zauber. Das sagt man, dann macht man 20 Millionen Mal. Aber der Gegner darf nach jedem Mal reagieren. Das heißt, man kann auch seine eigene Hand discarden lassen und dann erst Force erfüllen. Yep. Oder den Apprentice zerstören. Ja, das ist halt wirklich gut. Ist das noch ein Days? Ich meine, ich hätte da Days Force und... Das kann sein. Oh, da ist ein Witherbloom Command. Boah, dann hätte man auf jeden Fall die Wahl resolven lassen können. Yep. Und hier hätte ich auch den Witherbloom Command einfach gespielt. Einfach auch für, du verlierst zwei Leben, ich krieg zwei Leben und hier ist, ich nehme den Landzug auf die Hand. Ist der nicht instant? Nee, Sorcery. Boah. Meine ich? Ich meine, der wäre Sorcery. Im Zweifelsfall Seemord, glaube ich. Ja, im Zweifelsfall. Aber ich meine, der wäre instant. Sorcery. Also Days haben wir auf jeden Fall. Force, zwei Zephaliden, noch ein... Genug Pulver. Ja, Pulver haben wir noch nicht, ja, ne? Es fehlt halt nur bei beiden irgendwie so das Out. Ja, der letzte Combo-Piece bei Savile Breakfast. Und bei... Ich glaube, Buck Chains hat den Land Rabbits auch gemisst, was halt echt wehtut bei dem Deck. Ja. Deswegen verstehe ich noch weniger. Also wenn der Sorcery ist, verstehe ich da noch weniger, weswegen kein Dings gespielt wurde. Kein Witherbloom. Ja, hier muss man auf den Witherbloom zocken und sagen, hey, ich will mal drei Karten. Du verlierst zwei Leben, ich krieg zwei Leben, dann will ich drei Karten und nehme Landzug auf die Hand. Da lässt man nicht den Gegner millen. Ja, dann machst du halt Hardcast Days, ne? Ja, das ist halt jetzt das Target für Hardcast Days. Genau. Und das wäre halt letzte Runde nicht der Fall gewesen, weil letzte Runde hätte man das einfach gemacht, bevor man das spielt. Und dann hätte man überlegen können, oh, ja. Kein Hardcast. Fast, ja, für die Option des... Nee, einfach Hardcast. Nee. Ja, also ich verstehe die Intention. Man könnte noch einen Bowmaster spielen. Teferi. Der ändert jetzt was. Ja, der kommt. Jetzt wird das Match halt richtig zäh. Der eine hat sein Combo-Piece nicht und der andere kriegt seine Combo jetzt nicht durch. Ich meine, wenn er jetzt die Combo-Piece mit dem Minus zieht, ich würde jetzt erstmal einmal plussen. Und dann halt minusen nächste Runde, wenn es safe ist. Aber das ist ein Abrupt Decay und was ist denn das erste? Ist das ein Grief? Ich glaube, das ist ein Grief. Könnte ein Grief sein. Aber das Abrupt Decay ist halt safe, ist halt durch. Aber man grieft, glaube ich, zuerst. Du musst halt Decay jetzt spielen, ne? Ja. Als Sorcery-Spiel. Ja, und kann aber trotzdem nicht gecountert werden. Das ist korrekt. Das ist halt doof. So, dann lässt man, sagt man, go. Okay. Aber, oh, da ist ein Nakome gezogen worden. Der beste Draw des Decks. Oh, oh je. Nakome Draw ist immer gut. Oh je. Da hätte ich aber lieber den Nakome gespielt als den Dude. Ne, die kannst du mit Brainstorm wieder reinschaffeln. Ja, ist dir egal. Der Dude. Das sind zwei Dark Rids auf der Hand. Echt? Ja, und das tut jetzt weh. Ja, da ist der klassische Gotcha-Moment mit dem Bowmaster. Der tut halt weh. Man kann mit dem Deck halt auch Beatdown. Ich meine, es hat auch eine Stoneforge Mystic und so Kram drin. Aber ja. Oft das passiert. Bah. Fragwürdig. Das knallt jetzt halt. Das sind 4 Damage, richtig? Ja. Yep. 4 Damage und du hast einen 4-4er auf dem Board. Oh ja, stimmt. Amas Ork 4 ist auch noch ziemlich gut. Da hätte man vorher griefen können. Das hätte man. Ist dann die Frage, ob du vorher den Dings spielst. Wenn das ein Grief wirklich ist. Es kann auch sein, dass es ein Dark Red ist. Meinst all the money you can get? Ja. 15. Yes. Was ist denn das?
Ich glaube, das ist ein Fatal-Push. Nee. Kein Artwork, das ich kenne. Von dem Secret Lair mit Jage? Uff. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich glaube, das war ein Fatal-Push. Krass. Da hat er aber verdammt viel Text für. Mhm. Das ist leider wahr. Ja, auf jeden Fall weggeräumt. Oder spielt der nicht irgendwas mit Instant und Kicker? Ich gehe jetzt auf die Suche tatsächlich nach der Deckliste. aber ja, es kann natürlich sein. Also Kicker kann Instant natürlich sein. Kicker oder so hat er doch, glaube ich, auch schon. Also ich habe ja gegen das Deck auch schon gespielt, aber der verändert ja immer ein bisschen slightly die Deckliste. Aber da ist sonst nichts drin. Da kommt jetzt was Fatal Push-artiges wieder angeflogen. Also hatte zweimal denselben Spell auf der Hand. Ja, dann wird es wahrscheinlich das sein, weil was anderes wüsste ich jetzt nicht, was man da drin spielen könnte. Mhm. Ne, kann nur Push gewesen sein. Ansonsten könnt ihr uns das gerne in die Kommentare schreiben. Dot Artwork kann ich jetzt gerade gucken. Ne, aber ich meine, das wäre der Fatal Push aus dem Jagel Day. Ha. Ja. Interesting. So, jetzt ist ja was passiert jetzt da. Ein Ponder. Boah. Schießt ihr nochmal einen Schaden. Piu, piu. In der Hoffnung, dass du irgendwas machen kannst. Da ist auf jeden Fall die Chain, aber man hat immer noch kein Land. Das ist wirklich bitter. Man muss einfach noch ein viertes Land ziehen, einfach versuchen, diese Kombo durchzuziehen. Ja. Aber du musst halt die Combo in einem Zug machen, nach Möglichkeit. Ja, 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 ja. Oder du probierst es halt einfach, wenn du einen zweiten... Brainstorm genommen. Ach du Scheiße. Hat er einen Brainstorm auf die Hand genommen? Oh ja. Ist ja widerlich. Oh ja. Hat der denn vor mit sich selber? Der steht anscheinend auf Schmerzen. Ja, man kann jetzt auch Brainstorm. Jo, da ist ein Chain. Aber also ansonsten passiert auch nicht Land. Viel. Oh, so lang kein Land. Echt jetzt? Ja, das ist halt das Üble. Das ist halt das wirklich Fiese. Ja, das ist jetzt echt ärgerlich. Ja. Aber ich glaube, wie gesagt, ich meine, da wäre noch Dark Reds drin, was natürlich dann den Brainstorm jetzt machbar werden würde. Und du musst halt jetzt auch Brainstorm, sonst Brainstormst du nie wieder und machst halt auch sonst nichts. Ja, klar, du machst jetzt halt das, aber du, was ist dein Out? Dark Red. Das wäre das Einzige, ja. Also das Einzige, was mir jetzt noch so einfällt. Genau, es ist der Fatal Push aus dem Jage. Ja, scheint so. Ja. Irgendwas Glibberiges war da rechts in der Ecke. Glibber! Ja, es ist wirklich nur noch Dark Red. Das andere fällt mir nicht ein. Da ist das Land, was man bräuchte. Das ist alles jetzt eine Runde zu spät. Ja. Zu lang kein Land. Ja. Und kein Witherbloom Command. Ja. Gut, an dieser Stelle einmal vielen, 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 vielen Dank an meine Patrons, die ihr hier seht. Sowohl Thalia Plus als auch Thalia Tier, Supporter Tier, YouTube-Member. Seht ihr alle aufgelistet. Vielen Dank dafür. Wenn das was für euch sein könnte, guckt mal in der Videobeschreibung nach. Ich habe, glaube ich, noch 2 oder 3 Thalia-Level-Tiers offen. Oder ansonsten, wie gesagt, ab 3 Euro könnt ihr mich unterstützen. Vielen, vielen Dank, wenn ihr das machen würdet. Sideboard. Breakfast Removal? Ja. Oder du hast halt Swords to Plowshares und die mit Weiß und X. Ja, ja, die Endings. Endings. Da würde ich, glaube ich, nur Swords reinnehmen, wenn überhaupt. Du brauchst ein Instant Removal, das war's. Ja. Und Buck Chains hat, glaube ich, Surgical drin, was immer eine gute Karte ist gegen Breakfast. Mm. Nicht so gut wie die Fairies. Jo. Aber gut genug. Ja, und dann ist die Frage. Boah. Ein Fetch. Carpet. Oh, Carpet ist natürlich gut. Carpet macht Gas. Ich wollte gerade sagen, den musst du eigentlich schon countern als Breakfast, weil ansonsten macht er dir zu viele Dinge. Ja, das wäre halt übel.
Ansonsten. Ja, das war's. Also du hast Gravitate und ein bisschen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein bisschen Removal für die Combo. Du kannst die Combo von, also Buck Chain kann die Combo von Breakfast halt nicht irgendwie interrupten, indem der irgendwie was spielt. Also nee, du kannst nur auf den Friedhof dann reagieren oder halt vorher die Alter, ach, hübschen Basics. Dressdown könnte drin sein. Ja, Dressdown könnte drin sein. Das ist die Satchmo. Ne, das ist ein Uro, ne? Das ist ein Uro. Ich dachte gerade, das wäre die Satchmo Witch. Das ist ja voll okay, aber die Uro ist halt wirklich grausam. Ja. Ganz, ganz grausame Karte. Warum spielt man sowas? Du spielst sie selber. Finde ich selber eklig. Ja, absolut. Finde ich gut. Da kommt Bowmaster. Yep. Ja, der macht jetzt wenigstens etwas. Ja, der macht halt einen 2-2er und 2 Damage und. Ja, und dann. Pinkt der für 2 und dann kriegt man 3 Leben. Und im Endeffekt hat man jetzt nur ein Leben bekommen. Genau. Aber, ja, darf man dann spielen, dann stirbt er. Dann geht er in den Friedhof, genau. Jetzt hat man 2 Karten unter ihm im Friedhof. Das ist noch nicht genug zum Entfesseln. Ja. Unleash. Aber das ist noch Tiferis. Tiferis ist natürlich auch sehr gut gegen Oro. Ja, den Bouncen ist halt gut. Vor allem, wenn du ein Combo-Out hast. Wenn du den totschlagen willst, den Gegner, dann wird das ein bisschen knifflig. Aber mit einem Combo-Out ist das schon machbar. Ja. So, jetzt ist die Frage. Warte mal. Da geht's auf den Fetch. Boah. Hat er die Combo auf der Hand? Ich glaube, ja. Ich glaube, die Combo ist auf der Hand. Und ich fände es hierbei auch gar nicht mal schlimm, einfach zu versuchen, wenn der Gegner sie countert, counter sie. Und weil man wirft ja die Handkarten ab. Und wenn man die Handkarten abwirft, ist das voll okay, weil man hat damit den Uro gefühlt. Jo. Das. Eigentlich ziemlich eine faire Situation. Eigentlich ein solide. Man hat sogar einen Forzis für davor. Ja, aber ja, geht's. Hat man noch einen Darkrit? Ich glaube, man hat keinen Darkrit. Du glaubst, man hat keins. Nee. Ich glaube, da sehe ich nur Brainstorm, Apprentice und Ding. Ui. Die ist böse, die Karte. Die ist widerlich. Die sagt, du spielst nichts mehr diese Runde. Richtig, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Nö, nimmst du jetzt mit dem Brainstorm irgendwas, was dich stört? Wahrscheinlich den Teferi. Mit dem Brainstorm, mit den Forzis und dann. Das ist halt eine ohne Go. Mhm. Also finde ich jetzt persönlich nicht schlimm. Vor allem, weil, ja, dann ist das so. Das heißt, du hast 2 Sachen bekommen. Das ist ein Force of Will, ein Pitch und ein Tutor. Und da bin ich fast schon. Oh, ich glaube, ich würde den Teferi nehmen. Ich würde selbst den Teferi nehmen. Der macht am meisten. Ja, der kann jetzt auch End of Turn cyclen, in seinen Turn gehen und gewinnen. Ja, aber du hast ja selber noch Handkarten. Ist die Frage, ob du ein Removal hast. Wenn du ein Removal hast, glaube ich, nimmst du auf jeden Fall den Teferi. Ja. Wenn du keinen Removal hast, wäre ich fast schon an dem Tutor am Überlegen. Boah, ist halt eine Frage, ne? Der nimmt den Tutor, okay. Das heißt, kein Removal für. Ja, okay, heißt für Breakfast aber auch, wenn der nächste Runde den Teferi spielt, muss er einen Blaupitch gezogen haben, ansonsten hat er verloren. Ja. Wenn wirklich die Combo auf der Hand ist. Ja. So, und das ist halt auch legitim, ne? Oder du forst ihn halt dazu, den Teferi auf der Hand zu behalten, was also fine ist. Ja, aber der zieht ja auch noch eine Karte. Also den kann, würde ich hier auch minusen tatsächlich. Jo. Und safe einfach bouncen. Nur. Um, genau, um nichts zu bouncen und da eine Karte zu ziehen, einfach nur einen Blaupitch zu haben. Und dann hat man immer noch ein sehr stabiles Board. Wo man jetzt für 3 raut? 13. Es kann halt auch einen Beatdown-Plan haben, das Deck. Ja, die Ursa Saga machen halt auch viel, ne? Ja, aber die haben noch gar nicht in Action gesehen, ne? Nee, die haben noch gar, immer noch gar keine Feld gesehen. Ja. Das ist ein Land. Das ist halt jetzt die Frage. Du hast das Forster liegen, das sind nur 3 Länder, ne? Ja, 3 Handkarten. Ja. Jop. Nee, mehr. Das ist ja noch viel mehr. Was hat man denn dann? Ja, da ist eine Menge Handkarten, aber halt bei den Breakfasten hat nur. Ja, bei Breakfast sind nur 3. Ich war jetzt gerade bei Chains. Boah. Ja, Apprentice.
Naja, das ist der Command minus 3, minus 1. Minus 3, minus 1 bei dem Command. Drei Karten millen und ein Land zurücknehmen. Ja. Chains. Das Fortis hätten wir schon fast haben wollen. Ja, jetzt kann man halt ein Fetchland nehmen. Du nimmst. Und dann hat man Brains auf Fetchland wieder. Gerade jetzt, wenn der Gegner ausgetappt ist, würde ich das einfach on Sorcery Speed einmal spielen. Da muss man jetzt nicht warten, bis der Gegner enttappt. True. Ja, das kann halt manchmal wehtun, wenn man den Gegner hier enttappen lässt. Brainstorm ist auch eine klasse Sorcery. Das darf man echt nicht vergessen. Brainstorm ist eine Weile, super da ist, Sorcery. Da ist tatsächlich der Einmanner Windude. Ach, der Nomad? Ja, Nomad, Weil und... Ich hab's nicht gesehen. Dann der Beatdown, dann der Plus auf den... Ne? Okay, kein Plus Teferi, doch Plus Teferi. So. Eine Karte war doch noch Force. Stimmt. Ja. Was ist das? Oh, ich weiß, was das ist. LOL. Ach, dieses... Das Enttappen und Hexproof geben oder so, was man aktuell im... Oh, Legolas irgendwas. Genau, Legolas irgendwas. Und der schießt Schaden in Höhe der Stärke oder so? Ja, oder fightet. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall wichtig ist, dass er Hexproof kriegt und enttappt. Ja, und irgendwas irgendwo hinschießt. Und jetzt hat man selber Force auf der Hand. Ja. Noch irgendein schwarze Paar? Irgendwas Schwarzes? Reanimate, glaube ich. Reanimate war auch nicht so schlecht. Reanimate auf dem Bowmaster, ping den Teferi. Reanimate ist halt auch klasse, wenn der Gegner halt dein Apprentice forst. Ja! Oh mein Gott! Wie witzig wäre das denn? Habe ich auch schon gesehen, wo jemand dann den Snapcaster und Reanimate drin hatte. Aber nur für Reanimate für den Loot und Snapcaster für die Chains. Ja, Reanimate ist auch mittlerweile eine super Toolbox. Oh irgendwie. Ja, das stimmt. Da kommt Uro wieder. Ganz, ganz schlimme Karte. Man braucht Leben. Ja, Teferi ist noch nicht groß genug, damit er den wieder bouncen kann. Das heißt, in nächster Woche Runde hast du einen Blocker. Ja. Ja, ne? Nicht nur ein Blocker, du hast vor allem einen Angreifer. Ja, also. Wird doof. Karte, drei Leben. Dann Landleben. Land. Das Grüne, damit du den lustigen Move machen kannst. Mit Buseju? Ne, mit dem Legolas irgendwas. Ah, ja. Stimmt. Ist auch ganz nett. Ja, stimmt. Nice. Und das Ding, dadurch, dass es instant ist, dadurch, dass auch Kreaturenschaden schießt, glaube ich, kannst du da halt auch als Movil benutzen. Deswegen aber wirklich, wirklich nicht schlecht in dem Deck. Der macht echt eine Menge. Oh, ich muss mich auch noch ein paar Mal bestellen. Ist halt Protection und Removal in einer Karte. Ja, absolut. Und wirklich eine gute Karte. Wie viel kostet das scheiß Ding denn? Zu viel. Okay. Die Antwort ist einfach zu viel. Wahrscheinlich so ein 20, ne? Ich glaube, 17, 18. Zu teuer auf jeden Fall. Genau, auf der anderen Seite, Savile Breakfast braucht halt noch eine Karte zum Win. Und? Das ist er nicht. Nö. Da ist ein Bowmaster, der macht aber auch nicht viel, außer ein 3-3er scheißen. Ja, du kannst halt blocken und danach den Bowmaster spielen. Ah, nee, kannst du nicht, weil der im Combat noch triggern soll. Ach so, ja. Go, draw. Thoughtseize. Das könnte tatsächlich dann jetzt drum sein. Da ist ein Land. Ich würde, glaube ich, erst würde ich angreifen. Man hat Force plus. Die Kombo ist gar nicht drin. Ach so. Hau den Teferi-Block. Trigger. Den Trigger. Baumaster reinflashen. Übrigens nicht gut. Weil man hat jetzt gleich ein 4-4 Root. Aber ja. Nächste Runde hast du halt kein Root. Also es wäre halt so gut, wenn du halt einfach blockst, der geht drauf und end of turn spielst du den Root. Davon machst du einen Schaden weniger am Gesicht, hast aber noch ein 1-1er, mit dem du wieder blocken kannst. Ja. Das hast du jetzt halt nicht. Diese eine Damage im Gesicht ist halt total irrelevant.
Im Vergleich zu, du hast nächste Runde einen 1-1er. Uro war 6-6. Ja, okay. Viel zu groß, das Ding. Thought Seas, da ist auf jeden Fall eine Apprentice on Chains. Uiuiui. Ja. Ja, die Kurt, die Hand sagt, ich nehme deinen Force und box dich um. Ja, ja. Genau, Force, dann ist wahrscheinlich hier schon klar, was jetzt kommt. Witherbloom Apprentice, Chain of Mock Myself. Ba ba da ba da ba da. Ba 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 da ba ba. Und Teferi unterbricht das noch nicht mal. Nee, weil Teferi sagt, du kannst keine Zauber casten und Chain of Smog ist ein Copy-Effekt. Jupp. Beziehungsweise manchmal hast du ja so skurrile Sachen wie Cast a Copy. Nee, nicht Cast a Copy. Der sagt ja, du kannst nur Sorcery casten. Du hast ja diese manchmal diese Sachen, wenn du hier der Bolt-Effekt mit Suspend einfach. Suspend, generell ja. Suspend, ja. Weil du halt in deiner Versorgungsphase bist. Ja, und so ein Quatsch. Oder der Stack ist halt nicht clear, deswegen kannst du da nichts spielen. Aber der Stack ist hier halt auch nicht clear. Wegen dem Effekt, aber das ist kein Problem. Weil du castest nichts, du copyst einfach nur. Ja. Und das macht die Kombo so, so stark, gerade aktuell, wo so viel Teferi auch einfach gespielt wird. Mhm. Bei den Mulligan. Mit Teferi und Cascade würde nicht funktionieren. Nein, funktioniert nicht. Weil du einen Trigger auf dem Stack hast. Genau. Und dann castest du die Karte. Ja. Was nicht geht. Beide mit Mulligan? Ja. Das ist solide. Kann man machen. Geschuffelt? Ist wenigstens fair. Ja, nicht wenn einer mit Ponder startet. Ja, ist die Frage, was der andere macht, ne? Das ist richtig. Ich glaube, ich habe einen Fazit gesehen. Das wäre natürlich. Ah, nee, kein Fazit. Sondern. Ponder. Ja, okay. Alter, da sind drei von den Nimbus drauf. Oh, Junge. Romels, ach du Scheiße. Oh, Junge. Das kann ganz schnell werden. Ja, okay, du brauchst halt jetzt den anderen Dude, ne? Ja, genau, du brauchst einmal den anderen Dude. Hat der ein weißes halt, Land? Eine war eine Insel, das ist jetzt, ja, ist schwarz-weiß. Das ist schwarz-weiß, okay. Ja. Don't go. Go. Als Force auf der Hand, ein Abrupt Decay ist auf der Hand. Also die Kombo wird nicht stattfinden, sagst du? Nee. Auch eine schöne Karte. Oh, das ist strong. Ja, vor allen Dingen, weil du den einfach wegopfern kannst, um den zu flashbacken. Ja. Ohne, with no regrets, das bitter. Jetzt könntest du halt überlegen, ob du sogar Abrupt Decays, den du, damit er nicht flashbacken kann. Ja. Und dann muss er Wild Guess machen und hoffentlich nichts treffen, dann hätte er nur. Ich würde halt Phase Phil sagen. Ja, klar, aber du kannst halt hoffen, dass er Wild Guess macht, außer Force of Will und dann. Failed, ja. Das ist richtig. Weil, to be honest, wenn ich drei das Stück davon auf der Hand habe, sage ich kein Force of Will an. Jein, also du kannst ja immer noch den Loot dann forcen, den Cephalid. Wie gesagt, hier könnte man jetzt Abrupt Kane oder Force of Willen. Oh, dann kriegt er E2. Ja, dann kriegt er zwei, dann kriegt er drei Karten im schlimmsten Fall. Nee, ich glaube, ich würde hier einfach Abrupt Kane. Ja, ich glaube, das wird er nicht gesehen. Abrupt Kane, der Loot weg. Oh, man hat sogar die Combo auf der Hand. Force of Will. Ja, dann wirst du Safe Force an. Ah, ne, da kommt und der noch. Wird geforced. Wow. Krass. Jetzt hast du. Der Brainstorm ist im extra, Kollege. Ja. Um man ist auf 18 nehmen. Spielt man halt einen neuen Dude und macht das? Oder ja. Spielt man einfach nur. Boah, ich würde wahrscheinlich einfach nur einen neuen Dude spielen und Go sagen. Ja. Ich würde dann nächste Runde den zweiten Dude spielen und. Nee, erst guessen. Ja, ja, manche. Den zweiten Dude spielen, also den zweiten Nomad, also den ersten. Erst opfern und guessen. Ja, oder so. Erst opfern und raten, irgendwie Abrupt Decay oder so. Nee, Abrupt Decay, doch, Abrupt Decay. Fatal Push, Force, irgendwas in dieser Richtung.
Hoffen, dass man trifft. Au, oh, Sechmovic. Im Deck. Naja, ja. Das ist eine Mainboard, glaube ich. Mm. Einfach als zusätzliches Out. Da kommt für drei Endurance. Jetzt. Finde ich auch spannend. Da muss man sich wirklich sicher sein. Ja. Oder total verzweifelt. Naja, so wüsste ich nicht. Ich hätte hier viele Karten angesagt, aber kein Endurance als Gegner. Oh, es hätte sogar gedazed worden, das Endurance. Hm. Ja. Spielt man jetzt den Dude. Ne, man spielt jetzt einfach den Zwei-Mana-Dude. Jo. Nimmst jetzt einfach den Cephaliden und guckst, ob du gewonnen hast. Ja. Warum? Ah, nicht ganz verstanden. Aber es ist halt so. Ja, okay, da wird es wahrscheinlich schon so in der Nächste Runde. Genau, in der Nächste Runde. Oder es ist ein Surgical auf der Hand. Ich weiß halt nicht, ob man den hätte spielen sollen. Wie gesagt, den hätte man, glaube ich, nicht spielen sollen. Da werden die Karten runtergelegt. Narukamebe. Noch eine Möbe. Ist halt weit genug an Karten. Und noch eine Möbe. Drei Möben sind raus. Dann kommt jetzt, da war das Red Return. Und da war die Tazuakel. Da ist das Ding. Und dann ist um. Das heißt, man geht jetzt in den Reanimate Spell für das Orakel. Ja. Ja. Okay, man kann sogar noch Cable Therapy vorher machen. Ja, Cable Therapy für Force of Will. Das hätte man aber gespielt. Ja. Ja, das war schwierig. Da hätte man wirklich wenig machen dürfen. Boah, da hätte man eher Forzi spielen müssen. Jo, echt so. Ja, krass. Das 2-1 für Civil Breakfast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen oder abonnieren. Und ja, verpasst die anderen Videos nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.